Hallo, herzlich willkommen. Mein Name ist Sebastian, ich bin Spieleentwickler. Heute geht es mal nicht um ein Spiel oder auch nicht um ein Programmiertutorial, sondern heute geht es um einen Editor von mir, den ich gerade entwickle. Und dazu will ich mal ein paar Sachen erklären, so eine Art kleinen Devlog machen. Und ja, fange ich einfach mal an. Also in diesem Editor kann man zeichnen erstmal, sagen wir mal so. Also es soll kein zweites Photoshop werden, sondern es soll ein Editor, ein Zeichenprogramm werden für die kleinen Dinge, die man so als Spieleentwickler so zwischendurch mal hat. Und ich würde sagen, ich fange einfach mal an, dann sieht man mal so ein bisschen an Beispielen, was ich genau meine. Das ist hier ein Spiel von mir, ein Tutorial, ein Mobile Game Tutorial, das ich gerade mache. Das ist jetzt in der 16. Folge, läuft noch eine Weile weiter. Da geht es darum, ein komplettes Mobile Game zu machen, wenn ihr Lust habt. Ich verlinke das. Aber darum geht es jetzt eigentlich nicht, sondern nur anhand dieses Spiels von mir, hier, dieses Spiel, möchte ich erklären, was der Sprite-Editor so kann und wozu der da ist. Also, das ist so, dass das hier Grid-basiert, Tilemap-basiert ist, das Spiel. Also, man kann hier mit dem Unity Tile-Editor, also mit der Teilpalette hier kann man dann zeichnen. Also man kann quasi Tiles im Spiel positionieren, quasi zeichnen, löschen und so weiter. Es gibt mehrere Ebenen. Aber das hat jetzt mit meinem Editor an sich nichts zu tun. Ich will jetzt nur kurz erklären, wie das Ganze funktioniert. Die meisten werden es kennen wahrscheinlich. Das ist eine sehr praktische Sache. So, jetzt habe ich hier die ganzen Tiles schon importiert und so. Und jetzt fällt mir auf oder ein, ich will diese Kiste hier. Die will ich in einer anderen Farbe haben. Ja. Jetzt müsste ich natürlich wieder Photoshop öffnen, die Datei suchen und so weiter. Aber ich kann eben auch, und da kommt mein Programm ins Spiel, einfach den Sprite-Editor öffnen oder beziehungsweise hier oben, wenn es noch nicht offen ist, im Window Easy Sprite-Editor. Und dann habe ich den offen, dann kann ich das Sprite-Sheet laden. Ich kann also das ganze Sprite-Sheet laden, also als ein Bild oder in einzelnen Teils. Ich mache es jetzt mal komplett hier an der Stelle. Jetzt habe ich es hier und bevor wir es jetzt umfärben, noch eine andere Sache. Diese Sprites, die habe ich gezeichnet in Inkscape und wenn man da in PNG importiert, dann kriegt man sehr, sehr viele Farben, wie man hier sieht. Sehr, sehr ähnliche, fast gleiche, völlig unnötig. Und auch das kann man mit diesem Programm erledigen und zwar, man hat hier die Möglichkeit, zum Beispiel die Standardpalette zu wählen oder man kann auch aus Bildern heraus Paletten laden. Zum Beispiel auf flowspec.com gibt es Paletten im PNG-Format. Also hier, ich habe hier mal so eine zum Beispiel. Ich lade sie mal. Aber die nehme ich jetzt nicht, weil die hat ein bisschen wenig Farben dafür, was ich vorhabe. Und jetzt möchte ich das quasi angleichen, das Bild an diese Palette. Ich will nicht mehr diese 1900 Farben da haben, sondern nur noch hier eine, also NOS 64. Und jetzt kann ich hier oben bei Image Convert Image to Color Palette. Und jetzt wird das angeglichen an die Palette. Jetzt kann ich das Ganze zurückspeichern. Das wäre jetzt dann dieses hier. Und das mich ersetzen. Wie man sieht, wurde das Sprite-Sheet jetzt hier sofort aktualisiert. So. Wenn ich jetzt hier ein einzelnes Sprite davon ändern will, kann ich das natürlich ganz normal machen. Zum Beispiel möchte ich jetzt, dass diese Kiste hier, die Streifen, eine andere Farbe haben. Ich kann es wieder speichern. Und wieder wird es angeglichen. Es gibt auch die Möglichkeit, das Ganze als einzelne Sprites zu bearbeiten, indem ich hier Sprite Sheet lade. In dem Fall sind das jetzt also hier fünf Spalten. Dann kann ich hier fünf Columns und eine Reihe und das Ganze einzeln als Sprite Sheet laden. Jetzt habe ich die einzelnen Sprites, so wie sie hier auch einzeln im Tile-Map-Editor in der Teilpalette zu sehen sind. Und kann die hier durchklicken. Also es gibt bei dem Programm hier noch einiges zu tun. Ich habe hier auch Layer jetzt implementiert vor kurzem. Also man kann jetzt hier zum Beispiel ein Bild wählen und ein Layer hinzufügen. Und dann, wenn man den dann reinzeichnet, und den Layer unsichtbar macht, das ist natürlich weg dann, wie das sein soll.
Also mit den Lehren, da ist noch ein bisschen was zu tun, weil man kann im Moment nicht die Layer mit speichern. Da fehlt noch die Methode, die Layer zusammengefügt werden mit Alpha Blending dann auch, also dass die übereinander liegenden durchsichtigen Farben dann stimmen. Es fehlt also noch, es muss noch gemacht werden. Dann kann man auch radieren, das geht hier schon. Zum Beispiel, man kann, haben wir gerade schon gesehen, ganz normal zeichnen. Striche gehen noch nicht und die Formen gehen auch noch nicht. Füllen kann man, das funktioniert. Die UI ist schon weitestgehend fertig, so ungefähr wird es bleiben. Also man kann hier auch jetzt zum Beispiel neue, ganz neue Bilder anlegen. Und jetzt will ich ganz kurz noch eine Sache zeigen. Jetzt ist es ja oft so, dass man ein Asset verwenden will und in Unity ist es eigentlich besser, man verwendet Sprite-Sheets, also ein Bild mit verschiedenen Bereichen für eine Animation, für einen Charakter zum Beispiel, weil das ist von der Performance her besser und lädt schneller. Also die Szene lädt dann auch schneller. Also es ist auf jeden Fall günstiger, das so zu machen. Aber oft ist es bei Assets dann so, dass die als einzelne Bilder kommen. Also ich mache jetzt, ich nehme jetzt hier zum Beispiel mal einfach eins. Das ist ein kostenloses. Es sind so, es sind jetzt lauter einzelne Bilder. Und die kann ich jetzt einfach zusammennehmen und öffnen. Und auch hier ist es so, dass sie sehr viele verschiedene Farben haben. Das könnte ich dann auch angleichen, aber das muss ja jetzt nicht unbedingt sein. Und jetzt habe ich hier einzelne Bilder und jetzt möchte ich die auch als Sprite-Sheet haben. Das kann ich jetzt hier mit dem Programm auch ganz einfach machen, indem ich jetzt einfach auf Save gehe und dann Save Sprite-Sheet. Und das sind ja in dem Fall jetzt 10 Bilder. Ich will einfach einmal 10 jetzt speichern. Und wenn ich das jetzt speichere, speichere ich hier einfach mit rein. Kann man nochmal gucken. Da ist jetzt das Ganze hier als Sprite-Sheet gespeichert. Und da kann man, macht jetzt auch die Animation ein bisschen Sinn, wenn man sich das jetzt hier anguckt. Jetzt kann man die Animation auch mal im Spiel einfach verwenden. Ich mache jetzt hier einfach nochmal ein Sprite, ein einzelnes. Also 2D-Objekt Sprites und Square. Stopp das hier mal und gehe in die Szene rein. Und müssen wir im Sprite-Editor jetzt schneiden. Wir haben also hier wieder 10 Reihen. Cell Count ein. Reihen. So. Und Slice. Apply. Und jetzt können wir das Ganze nehmen. In den Animator rein. Bisschen auseinanderziehen. Okay, soweit, so gut. Jetzt kann ich natürlich auch hier noch die Farben mal vereinfachen. Das wäre eine Maßnahme, weil das waren so viele, ne? Ich auch einfach hier noch eine andere Palette nehmen. Zum Beispiel eben auch die Standardpalette. Und wieder hier Convert. Sieht auch nicht so schlecht aus, nicht mehr ganz so leuchtend und so. Aber wenn ich andere Farben verwenden würde, die da ähnlicher sind, dann wäre das auch fast noch genauso, wie es vorher war, das Bild, halt nur mit wesentlich weniger Farben. Wenn ich das jetzt noch ein bisschen pixeliger haben möchte, gibt es auch noch eine Möglichkeit, hier das ein bisschen pixeliger zu machen. Ich stelle das mal hier auf 2 Pixel und kann jetzt sagen Convert to Pixel Image. Und jetzt wird das hier ein bisschen pixeliger. Und wenn ich das speichere, diesmal nicht als Sprite-Sheet, sondern wir haben es ja als ein Bild, also ganz normal, als normales Bild. Dann wird es im Spiel auch sofort angeglichen. Also ihr seht, der Editor ist gemeint für kleine Änderungen, ein bisschen spezialisiert auf Spieleentwickler. Also da kommt noch einiges mehr. Also dieses mit dem Pixel oder mit dem Farbenangleichen ist eine Sache. Ich stelle mir noch vor, ein bisschen in Richtung UI, Ecken abrunden, spezielle Symbole, die man so in der UI braucht oft, dass das alles hier so mit drin ist gleich. Und noch ein paar andere Funktionen. Wie gesagt, es soll kein Zeichenprogramm ersetzen, sondern es soll nur für die kleinen Sachen zwischendurch kleine Änderungen sein. Aber das ist eben eigentlich auch die Hauptarbeit, so kleine Änderungen. Insbesondere, wenn man oft Assets verwendet. Gut, alles klar. Also, ich hoffe, euch hat's gefallen. Schreibt mal, was ihr von dem Programm haltet, ob das Sinn macht für euch, in die Kommentare. Würde mich sehr interessieren. Schreibt mal rein, was ihr sagt dazu
Und dann freue ich mich bis zum nächsten Mal. Ciao.